Hallo Leute, in meinem heutigen Video möchte ich euch meine drei Lieblingsgemüse vorstellen und wie ich die zubereite. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes fangen wir mit dem Wirsing an. Die äußeren dunklen Blätter, je nachdem, wenn sie welk sind, kommen sie weg. Ansonsten den Strunk rausschneiden. Und der kommt dann in den Müll und dann schneide ich den in so breite Streifen. Und sobald ich alles geschnitten habe, kommt der in den Topf und wird kurz blanchiert. Sobald dann die äußeren Blätter mit dem dicken Strunk ab sind, wird der geviertelt. Dann kommt noch hier dieser Innenstrunk raus. Und dann schneiden wir den Rest auch in Streifen. So, das Wasser kocht. Kommt jetzt noch eine ordentliche Ladung Salz rein. Und der Wirsing. Gut, der Wirsing ist weich, jetzt kommt er auf ein Sieb und dann könnte man ihn abschrecken, aber da ich ihn direkt weiterverarbeite, lasse ich ihn einfach so ausdampfen. So. Für den Wirsing holen wir eine Zwiebel, die wird dann in feine Würfel geschnitten. Dann kommt ein Löffel Butter in den Topf und dann schwenken wir da drin die Zwiebeln an. Und sobald die Zwiebeln angeschwitzt sind, löschen wir das Ganze mit Sahne ab und würzen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Und jetzt lassen wir das Ganze gerade aufkochen. Sobald die Soße kocht, binden wir die ab. Dann geben wir den Wirsing dazu. Und dann lassen wir den auf kleiner Hitze noch ein bisschen ziehen. Und dann ist der Rahmwirsing schon mal fertig. Als nächstes sind die Möhren dran. Die habe ich vorher gewaschen und die Schalen, die verwende ich nachher noch für den Gemüsefond zum Beispiel. So, und jetzt werden die Möhren noch geschnitten und zwar mache ich da immer so schräge Scheiben. Der Anfang kommt weg. Dann gebe ich ein bisschen Butter in den Topf. Die Butter lasse ich ihn verlaufen. Dann kommen die Möhren dazu. Die werden jetzt mit etwas Salz, etwas Pfeffer und eine Prise Zucker gewürzt. Und dann lassen wir das Ganze so leicht ankaramellisieren, aber ganz hell. Dann kriegen die Möhren schönen Glanz. Gut, sobald es so ein bisschen glänzt, kommt ein kleiner Schuss Gemüsebrühe drauf. Nur ein bisschen. Und dann lassen wir die Möhren da drin weich dünsten. Geben wir noch einen Deckel drauf
Und dann lassen wir die schön vor sich hingaren. So 4-5 Minuten, dann sind sie fertig. Gut, dann gucken wir uns die Möhren mal an. Sehr schön. Und wenn dann die komplette Flüssigkeit verdampft ist, dann behalten die Karotten auch ihren kompletten, vollen Geschmack und verwässern nicht so, wie wenn man sie jetzt vorher zum Beispiel in Wasser blanchiert. Dann geben sie eben schon ziemlich viel Geschmack ans Wasser ab. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte, dass der Geschmack bei den Möhren bleibt. So, und zu guter Letzt kommt jetzt noch der Spinat. Dafür schneide ich mir eine Schalotte in feine Würfel. So. Und eine Zehe Knoblauch. Erst grob hacken, dann kommt eine Prise Salz drauf und dann kann man die schön auf dem Brett zerdrücken. So mit dem Messer den Rücken zerquetschen. So, und schon haben wir einen Knoblauch. Schönes Stück Butter in den Topf. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Den Knoblauch schwitzen wir auch gleich mit an. Dann kommt der Spinat dazu. Noch ein kleiner Schuss Gemüsefond. Und dann würzen wir das Ganze mit Salz. Pfeffer. Und etwas Muskatnuss. Dann machen wir gerade einen Deckel drauf. Dann geht es schneller. Der braucht wirklich nur 1, 2, höchstens 3 Minuten, dann ist der gar. Wer möchte, könnte jetzt auch noch einen Schuss Sahne reinmachen. Aber ich nehme den jungen Blattspinat gern ohne Sahne. Ich habe ja schon Sahne im Wirsing. So, ihr wisst jetzt, was mein Lieblingsgemüse ist und jetzt würde mich interessieren, was ist euer Lieblingsgemüse? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Das war's dann von meinen Lieblingsgemüsen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ansonsten bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Kochen.